So, ihr Lieben, die ersten Tempoläufe sind absolviert, 4x3. Und ich gehe jetzt hier ein bisschen meine Beine abkühlen. Frankie filmt noch. Der war halt mein Bike-Support. Ja, und ansonsten bin ich echt zufrieden mit der Einheit heute. Das lief gut, habe sie wieder am Flughafen gemacht. Und ja, läuft. Ich denke mal, ein paar coole Bilder werdet ihr auch davon sehen. Morgen ein längerer Dauerlauf. Ja, und dann ist die halbe Woche schon wieder fast rum. Jetzt muss ich erst mal sehen, dass ich hier nicht reinfalle. Wow, das ist echt cold. Igitt, wo stehe ich denn jetzt drin? Bäh. Naja, also dann. Ihr seht's. Es wird wieder lang. Wir sind wieder am Flughafen. 30 bis 32 Kilometer Long Run, diesmal eine Gruppe. Und ja, mit meinen Gels, mit den Liquid Energy von Sponsor. Die sind richtig gut, damit komme ich sehr gut klar. Und die werden jetzt hier wieder verteilt. Tränkestelle 1. Wir laufen wahrscheinlich 4 große Runden. Tränkestelle 2. 8 Kilometer. Getränkestelle 3. Und zur Sicherheit noch eine 4. Hier oben am Zaun. Genau, mal schauen. Entweder laufe ich eine Geschwindigkeit durch, so wie es auf dem Plan steht, oder ich schließe mich Philipp an, der zwischendurch noch ein paar Tempowechsel mitmacht. Ja, ansonsten sieht es hier wieder so aus, bestes Wetter und ja, kann losgehen. Leider keine Radbegleitung, bedeutet keine Videos, aber ja, so ist es nur manchmal. Heute Abend bekommt ihr dann noch die Zusammenfassung der Woche, ein kleines Video dazu, wo ich wahrscheinlich mehr rede, als dass ihr mich laufen seht. Aber ich hoffe, das passt für euch. Und hier drüben ist die Crew. Warming up. Warming up. Morgen. Okay, sunscreen and so, yeah. So, Philipp, I need some sunscreen. Yeah, yeah, sure. Okay. Ja, weil ich wieder alles vergessen habe. Puh, das war ein hartes Stück Arbeit. 32 Kilometer hier wieder mit mehreren Runden um den Flughafen. Aber es lief richtig gut. Ich hatte eine Gruppe. Ja, wir waren am Ende zu 5. Und damit habe ich eine super Trainingswoche beendet. Ja, jetzt werde ich den restlichen Sonntag einfach nur liegen und ein Käffchen trinken. Und den Tag genießen, nochmal hier ins Wasser gehen, wie immer, also alles für die Regeneration tun. Eine Woche liegt dann noch vor mir und ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Das Training läuft super. Ich hatte am Anfang doch ein bisschen Schiss, dass es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ja, die Einheiten kommen ganz gut. Ich habe auch nicht mehr diese Schnappatmung, was ich sonst immer hatte. Also ich glaube, so eine kleine Höhenkette funktioniert schon. Und ja, ich versuche das Training jetzt hier so gut es geht zu genießen, auch wenn es wirklich hart ist. Aber es macht Spaß und ich denke, dass ich auch hier wieder sehr viel Selbstvertrauen aus dem Trainingslager mitnehmen werde, viel Spaß habe. Und ja, das bringt ja dann am Ende auch hoffentlich den Leistungssprung, den ich mir erhoffe. Um es jetzt auch mal offiziell zu machen, ich laufe im Herbst am 9. Oktober die Polizei-Europameisterschaften in Eindhoven. Da freue ich mich richtig drauf. 2018 waren die letzten Europameisterschaften der Polizei. Da konnte ich ja leider nicht starten, weil ich in Berlin gelaufen bin und der Abstand zu kurz war. Diesmal hat es mit München leider nicht geklappt. Aber trotzdem freut es mich natürlich, dass ich nominiert wurde und dass ich
die Polizei bei der Europameisterschaft vertreten darf. Und das ist mir auch wirklich sehr wichtig, da will ich gut abschneiden. Ja, und ich freue mich einfach richtig drauf auf das Rennen. Eine große Meisterschaft, das ist das, was ich am liebsten mache. Eindhoven ist ein schnelles Rennen, also ein guter Kurs. Da sind schon viele schnelle Zeiten gelaufen. Und ich denke, wenn es so weitergeht, bin ich auf jeden Fall bestens vorbereitet. Schauen wir mal. Sind noch ein paar Wochen bis dahin. Ich freue mich drauf und nehme euch weiter mit. Bis dann.